Hallo, liebe Skipper. Ihr habt jetzt die letzten 5 Folgen übersprungen, weil ich dachte, wow, wer will denn sehen, wie die immer und immer wieder anrennen gegen den Boss, den sie nicht schaffen. Und euch wurde wahrscheinlich in den Kommentaren verraten, dass heute die Folge ist, wo wir es tatsächlich schaffen. Deswegen herzlich willkommen. Schaut in den Kommentaren nach dem Timecode und dann sehen wir uns gleich wieder beim erfolgreichen Try. Nee, das kannst du nicht on air machen. Das kannst du nicht on air machen, Nils. Alter, du bist so krass. Oder? Ey, du bist so krass. Ich kann das, kannst du. Ey, dafür kriegst du richtig Ärger. Warum? Dafür kriegst du richtig Ärger. Ey, das, hör auf, das kannst du nicht. Womit assoziierst du das Geräusch? Also, wenn du jetzt deine Augen zumachst und folgst nur der Akustik. Ja. Welche Bilder hast du in deinem Kopf? Ketchupflasche. Ketchup? Ketchupflasche. Ja, die Verzweiflung, der verzweifelte Blick in diese trübe Ketchupflasche, wo ich weiß, ich habe mitgezählt, da muss noch was drin sein. Ja. Da muss noch was drin sein. Mich erinnert das an so einen Typen, der irgendwie mit seinen Freunden bei Platten und Blumen rumhängt und so wirklich einen auf cool macht und so und die Frauen beeindrucken will. Und dann balanciert er so diese Steine lang, die über diese Wasseranlagen führen. Und dann rutscht er aus, knallt einfach volle Möhre in dieses Wasserbecken rein. Alle lachen ihn aus, er ist instant nicht mehr cool. Und der Weg nach Hause in seinen nassen Turnschuhen klingt so. Ja. Ist mir alles schon passiert, deswegen weiß ich das. Mental klang auch unser Gang so die letzten Wochen und Monate, als wir an diesem Boss hingen. Aber ab heute nicht mehr, denn heute schaffen wir ihn. Kleiner Spoiler, Entschuldigung, hätte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen sollen am Anfang. Aber heute läuft's gut, denn wir nähern uns langsam aber sicher dem Boss an. Ich glaube wirklich, als wir den angefangen haben, war es Winter. Da konnten wir wirklich was damit anfangen. Da hat es unsere Realität wieder gespiegelt. Mittlerweile ja nur noch Sommer, Sonne, Beach. Muscle Town. Lässt dir erstmal schön die Muskeln spielen. Ich aber auch. Hallo, Margarete. Ja, dieser Boss hat 3 Phasen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Ihr habt wahrscheinlich schon mehrere Komplettlösungen dazu geschrieben. Aber wir haben hier und da noch kleine Problemchen. Kleine Steinchen, die im Schuh hängen. Aber das sollten wir heute alles rauskriegen. Steine im Schuh. Du läufst dir eine Kuh. Ja, und? Aber das hat letzte Woche beim letzten Try, da war das eigentlich gar nicht so dumm mit der Glut, dass man die irgendwann nimmt, wenn man. Ja, ja. Damit man einen langen Balken hat. Weil ich wahrscheinlich in so einer Phasenübergangs-Situation, wenn man Schaden hat, aber auch Zeit. Oft hat man ja Zeit, aber keinen Schaden. Mhm. Und wenn man Schaden hat, hat man keine Zeit. Aber manchmal gibt es so Momente, wo das genau überlappt. Alles zusammenkommt, ja. Wenn dann so 2, 3 Lappen übereinander liegen. Und man dann so richtig den Lappen mit dem Lappen putzt. So. Manchmal musst du ja auch einfach den Lappen reinigen. Und dann denkst du dir, womit reinige ich den Lappen? Und dann brauchst du den Lappenlappen. Mit den Lappen, ja, du brauchst den Lappenlappen. Und mit dem reinigst du. Und nach ein paar Wochen ist halt der Lappenlappen auch dreckig. Dann denkst du dir, wie soll ich jetzt den Lappenlappen reinigen? Und dann musst du nochmal in den Baumarkt fahren und dir einen Lappenlappenlappen kaufen. Wie nennt man die Einwohner Lapplands? Gibt's Lappland überhaupt? Leppen? Die Leppen? Nee, das ist ja Lettland. Ach so, ich dachte Leppen. Die Letten gegen die Leppen. Ah, die Letten. Kennst du die? Okay, den Gag hat schon irgendwer mal Markt gemacht, oder? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wo sie hinlaufen. Die muss hier irgendwo sein. Oh! Wow! Wie du die instinktiv gefunden hast, gerochen geradezu. Kann man im kalten oder im warmen Klima besser riechen? Das ist eine gute Frage. Im warmen. Meinst du im warmen? Ja. Ja, stimmt, man riecht besser im Warmen. Ja. Man riecht besser. Aber können Tiere aus wärmeren Klimata besser riechen oder eher die aus kalten, die das dann kompensieren müssen? Nee, die können aus anderen Gründen besser riechen, weil die größere Nasenlöcher haben. Und zwar wegen des Wärmehaushalts, aber ein zufälliges Beiprodukt dieser riesigen Nasenflügel ist, dass sie besser riechen können. Kalte Tiere brauchen größere Nasenlöcher. Mhm, und kleinere Ohren und größere Nasenlöcher. Weil die Luft wird dann, bevor sie dem Körper zugeführt wird, im Nasenbereich erhitzt.
Aber die Ohren zum Beispiel, die auch zur Wärmeregulierung sind, also es gibt so ein gutes Beispiel, ist der Polarfuchs und der Wüstenfuchs, eng verwandt, beides Füchse, aber der Polarfuchs hat kleine Ohren und der Wüstenfuchs hat große Ohren. Wohingegen natürlich dann die Nasenlöcher dementsprechend größer sind bei einem Tier, was in der eisigen Kälte ums Überleben kämpft. Und atmen Frosttiere dann auch eher durch die Nase? Ja, auch unbedingt. Bis auf den Mundatmer. Das ist so ein aufs Mundatmen spezialisiertes Leguan-artiges Wesen. Mhm. Der wohnt aber ausschließlich in Grömitz. Deswegen gibt es keine Polarhunde, weil die ja so hechelnd immer durch die Mund atmen. Können Hunde überhaupt durch die Nase? Ja, schon, ne? Sonst würden die immer. Also ich bin doch komplett einfach. Lass mich in Ruhe! Du Hexenweib! Oh, Heilung, Heilung, ja, Heilung. Ja, ich hab's auch an seinem blitzartigen Aufleuchten gesehen. Aber die Heilung ist echt fair, muss man sagen. Die zeigt sich super früh an, ja, noch bevor sie einen Effekt hat. Also die ist echt fair. Das ist okay. Es ist okay. Nee, da muss ich echt sagen, da spielt die auch echt nach den Regeln. Also da macht sie alles richtig, was das angeht. Ja, auf jeden Fall. Ah, wie sich das Licht reflektiert an seinem goldenen Topf. Das sind kleine Grafikdetails, die bemerkt man erst nach dem 50. Try. Und dafür liebe ich Dark Souls einfach. Mhm. Dass du selbst nach dem 50. Mal immer noch Dinge entdeckst und immer noch ins Staunen kommst. Mann, nein, 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 nein! Ich bin noch weggerollt! Ach, du dumme, gesichtige, alte Sau! Nee, hör auf, ich hatte das Wegrollen schon. Was kann ich dafür, dass in der Rollbehörde die Susi Urlaub hat und keine Urlaubsvertretung eingearbeitet hat? Ich hatte bereits frühzeitig das Rollformular A28 abgegeben, wo drin steht, ich will jetzt zur Seite rollen. Und du machst noch einen Schlag. Dabei war das gar nicht mehr von mir gewünscht. Das war durch, das war abgestempelt, das war echt schon fast durch. Das war super knapp, ey. Ach, arm Nils. Ich hasse das. Statt man im ICE, ne? Wenn man im ICE von Hamburg nach München einvernehmlichen Sex hat, ist das dann Fernverkehr? Kann die so flink sein, ey? Warum stolpert die nicht einmal über ihre Robe, ey? Die ist genau austariert, die Robe. Es gibt so eine Robenschneiderei für Kampfnonnen. Da wirst du auf so ein Podest und dann musst du ein paar Übungen und da wird genau auf den Millimeter die Länge der Robe austariert. Aha. Oh Mann. Manchmal ist es auch so dusselig, dass ich nicht treffe. Ja, ich weiß. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell schon wieder wahnsinnig bin. Das ist doch noch gar nichts, Nils. Ich hätte gedacht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit jetzt gebraucht. Wahnsinn ist eine Leiter und du stehst ganz unten. Nee. Ich glaube, weißt du, was ich glaube? Ich bin nicht besonders weit runtergeklettert im Urlaub, glaube ich. Ach so, du meinst, es ist wie so ein Trampolin, wo du erst ganz runter bist. Ich bin relativ langsam diese Leiter runtergeklettert. Oh, aber das sei ehrlich, das war auch unfassbar dumm. Ja, ich wollte das weg von mir locken! Ui, Freunde! Ui, ui. Ich wollte das Frostfeld weg von dem Vater hier locken, damit ich Platz habe, aber es hat. Wenn du zum Friseur gehst, sagst du dann auch, du möchtest das weglocken? Ja. Mann, es tut mir leid, ich bin total durch schon. Nee, das ist okay.
Lockvogel könnte man auch. Ist doch ein netter. Ja. Florian, das ist so ein wütender Kommentar unter dem Video. Florentin, dieser elende Lockvogel, ey. Hatte ich nicht hier mal so ein. Ach, hier. Hey! Ach Gott. Wenn du über dieses Weglocken da ein Videotagebuch machen würdest, ne, wäre das ja ein Vlog. Ja. Ach so, Logbuch, dachte ich. Nee, das wäre das V von Verlocken wäre ja nicht drin gewesen, deswegen habe ich das gerade Vlog genannt. Ha, ey, ey, jetzt wird's aber heiser hier, Leute, Freunde. Mann, ihr braucht aber ein bisschen Zeit auseinander. Ja! Das ist gut, wenn man so an seinen Eltern. Nee, hängt. Das ist toxisch. Ihr habt eine toxische Beziehung. Ihr müsst mal jemand anderen treffen. Einer in eurem Alter. Ha, jetzt treffe ich dich. Ah, da hat sie nicht mitgerechnet. Sie dachte, sie hat schon völlig vergessen, dass man sie ja auch hauen kann. Ah, wie gut das war. Da haben wir über 100 Stunden sie haben glauben lassen, dass wir nur auf den Opi gehen. Und das habe ich alles jetzt verschwendet. Ja, schade. Ich weiß nicht, ob das wert war für 1 Zentimeter. Ja, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Du, aber Hauptsache, du hast Spaß. Das ist mir wichtig. Oh, Heilung. Ich heiße mich Heilung. Oh, das war kostspielig. Weil du nicht auf mich gehört hast. Ich dachte, du willst sagen, dass ich mich heilen soll. Nils, da musst du aber auch klarer kommunizieren. Ach, jetzt bin ich wieder schuld, ja? Weil ich nicht klar kommuniziert habe. Ja, pass auf, dann kommuniziere ich jetzt klar. Du bist sehr schlecht in Dark Souls 3 Friede schlagen. So, da hast du deine klare Kommunikation. Kannst du mal ganz kurz links unten auf das Bildchen achten von der Flask? Oh ja, oh. Und Achtung. Ich glaube, das ist leider schon passiert. Und ich bin jetzt. Es ist schon passiert. Ah, es ist schon bei 7? Ja, es ist leider bei 7 schon. Tja. Oh. Nö, alles super, alles super. Oh, Teleport. Teleport! Immer der Vorläufer zur Heilung. Heilung und Schiss. Und das ist ihr wirklich zum Verhängnis geworden. Genau. Die tödliche Heilung. So, Nils! Jetzt stell die Milch schon mal warm. Gleich ja! Schau mal das Schokofondue. Gleich geht's hier richtig los. Oh, wir gönnen uns. Ey, wenn wir es wirklich schaffen, dann machen wir wirklich 20 Minuten Schokofondue. Ja, ja. Einkauf, Versand und Benutzung in einer Folge. Peng! Ich glaube, die ganze Zeit, ich glaube übrigens seit ungefähr 6 Episoden hat das. Ganz kurz, sag mir mal ganz kurz, ja. Wie man das überleben kann. Du musst hinter sie kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das. Doch, das schaffst du. Sie hat ja so einen Korridor hinter sich, wo das nicht hinkommt. Und wenn du da landest, dann hast du einen Backstep und alle sind glücklich. Kommst nicht aus der Heilung raus. So, jetzt. Jetzt hast du sie. Jetzt ist es soweit. Ja, wie man schon sieht, wo sie ist. Dieser Moment, ne, wenn man sich versteckt und man weiß, okay, scheiße, man wurde gesehen. Dieser eine kurze Moment der Erkenntnis, den hat sie gerade gespürt. Und damit die Verzweiflung, die Angst. Sie hat Angst, wie bei Starship Troopers, dieser Brainbug. Als Neil Patrick Harris sagt, es hat Angst! Ich wollte angreifen, ich bin dumm. Oh Mann, ich raff nicht, wie diese scheiß fucking Gefuchtel funktioniert, ey. Friede! Aber warte mal ganz kurz. Musst du es so timen, dass du im Moment des Aufpralls rollst? Oder danach? Weil ich habe das Gefühl, selbst wenn du den Aufprall wegrollst, kriegst du danach noch Schaden von diesem AE-Effekt. Nee, also wenn sie ist hier oben, ich schätze mal so, sie ist hier oben, und wenn du dann quasi in dem Moment, wo sie auf den Boden trifft, musst du diesen Invincible, diese halbe Invincible-Sekunde quasi haben. Ja. Und dann
ich habe das Gefühl, der trifft mich danach. Bei Frost gar kein Problem. Bei einem Frostsprung überhaupt kein Stress, ganz klar. Aber dieses Schattending habe ich noch nie. Also ich habe das Gefühl, dass ich da noch nie keinen Schaden bekommen habe. Naja, aber das ist das Ding ist, man kann es leider so selten ausprobieren. Ja, ja. Aber das ist sehr möglich. Ich achte jetzt bei dir noch mal ganz aufmerksam drauf. Bitte. So, komm jetzt, liebste Maid. Schokofondue mit weißer Schokolade? Wenn du das magst, da bin ich da, das, da würde ich, glaub, ja, also ich würde jetzt grundsätzlich Frauen noch nie hat jemand mit so vielen lauten Nein gesagt. Aber, okay, ist okay, weiß ist okay. Nimm mir weiße Schokolade. Früher war weiß immer so, weil das hat man so selten bekommen, dass man sich mal gedacht, oh, weiß würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal nehmen. Aber wenn man sich jetzt dauerhaft entscheiden müsste, halt so nach dem Motto, ja, was willst du jetzt jeden Tag essen, würden die wenigsten Weiße nehmen. Aber so nach, wenn man einmal die Gelegenheit hat, ja, da würde ich jetzt gerne auch mal die Weiße nehmen. Weiße Schokolade, ja. Ich verstehe deinen Einwand. Vielleicht hat man dann irgendwann nach 2, 3 Erdbeeren genug oder so, ne? Ja. Du, aber ich bin dabei bei Weiß. Ist okay. Oh Gott. Was ist denn das für ein Ort? Weißt du, was ich immer mal gerne machen würde? Weil Raffaello wirbt ja immer mit irgendwie ohne Schokolade, ne? Ja, machen sie das? Und so ein Ding einfach mal wirklich komplett gegen seine Natur in so ein Schokofondue zu stecken. Oh. Es würde sich falsch anfühlen, aber ich glaube, es würde herrlich funktionieren. Und auch riechen. Weil bei Käsefondue ist es ja immer so, da gibt's ja so. Nee, bei Raclette. Warum gibt's eigentlich kein Schoko-Raclette? Schokofondue ist in aller Ohren. Gibt's aber kein Schoko-Raclette? Schoko-Raclette? Hä, wo ist sie denn? Aber ich glaube, man überbackt halt nicht mit Schokolade, ne? Weil ich glaube, Schokolade hat so einen Hitzepunkt, ab dem ist es nicht mehr gut. Weil Käse kannst du halt richtig heiß machen. Also, du hast allen Ernstes 11 Flasks. Jo! Wow. Nils Wauhoff. Er wird gar nicht anvisiert im Hause Bohmhoff, ne? Nee, das haben wir uns vor langer Zeit abgewöhnt. Oh, da bin ich einmal leider falsch gerollt. Kein Problem. Du hast genug Fläschchen am Gürtel, in der Hosentasche, seitlich am Helm. 10 Fläschchen hast du überall verteilt. Oh, da ist sie in die Nähe gekommen von ihrem Opi. Warum das denn? Nee, ist alles okay. Ich glaube, Dark Souls vermittelt völlig falsche Werte, was so die Größe von Burgen oder Thronsälen hat. Ich glaube, wenn dann wirklich mal so eine 8-Klass-Gruppe mal wirklich mal eine Burg anguckt und sieht, dass das alles sehr klein ist. Lüge auch. Die können sich alle underwhelmed. Ich sag, der durchschnittliche König hatte kleinere Wohnräume als du. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und als wahrscheinlich jeder von uns. Ja, also wir leben in dem. Das ist schon krass, ne? Ja, wir leben in einem Zeitalter der unglaublichen. Obwohl es heute viel mehr Menschen gibt, ne? Hat jeder trotzdem viel mehr Platz. Ja, es gibt derzeit mehr Menschen, als jemals auf der Erde gestorben sind. Was? Wirklich? Es gibt derzeit. Mehr Menschen leben derzeit auf dem Planeten, als jemals auf der Erde gestorben sind. Krass. Ja.
Also da bräuchte ich, da bräuchte ich diesen Taschenrechner, muss ich ganz ehrlich sagen, um das mal nachzuvollziehen. Ja. Aber das ist schon... Schon amtlich, ne? Ja, schon eine Ansage, auf jeden Fall. Wow. Aber hast du auch weißt, Nils. So, willst du gleich ihr Glut nehmen? Ja, ich bin aber noch volle Möhre da. Ja, aber... Das ist Verschwendung. Die hat schon harten Burst, die Gute, in Phase 3. Aber gut, okay. Ich finde, das ist deine Verschwendung. Neun Flasks ist wirklich... Du hast zwei Flasks benutzt, Nils. Ja. Zwei! In zwei Phasen. Also wirklich, wenn ich Etienne Gardet mein Held wäre, würde ich dich zu meinem Helden machen. Wirklich. Aber ist leider schon besetzt. Aber, oh nein, ja. Jetzt habe ich es falsch, komplett falsch gemacht. Das ist schwer. Ist das ein Bug oder was? Alter, ist das frech. Was? Oh, super! Super gut. Okay, einfach weit weg, ne? Ja. Geht auch. Den habe ich mir jetzt auch nicht getraut. Nein! Wieso? Oh, weil sie angewählt war. Scheiße. Weil sie angewählt war. Nein, jetzt, ey. Ach Gott, ist das dumm. So verschwendet man seine Flasks. Alles gut, du hast so viele Flasks. Fuck it. Alles egal. Nur Geduld. Geduld auf den richtigen Moment warten. Oh Mann, ey. Das ist so kacke. Ich bin mir auch nicht hier getraut, aber das ist der Moment, den ich mitnehmen muss. Hier war sie, scheiße. Jetzt. Ah! Okay, jetzt habe ich sie leider aus den Augen verloren. Super. So gut. Oh Gott, die schnelle Ratte ist das aber auch teilweise. Da hätte ich gut auf sie unter sie durch, aber ich bin zu weit weg dann immer. Okay, ich hab's riskiert, weil ich mal was riskieren wollte und das war ein Fehler. Nee, jetzt bin ich dran. Ich hab nichts mehr, aber das war's. Okay, da hab ich aber echt zu schlecht jetzt gespielt. Yes. Oh no. Ey, mit so viel Flas da reingegangen in die Nummer, ey. Und dann komplett den Faden verloren. Es
ist merkwürdig. Ich habe das Gefühl, es ist ein Boss, wo man sehr geduldig sein muss. Aber es ist auch ein Boss, der Aggressivität belohnt. Ich glaube, wenn man manchmal in die Angriffe reingeht und die betäubt, bevor sie das machen kann, ist auch gut. Ja. Aber es kann halt auch richtig hart nach hinten losgehen. Man muss ein bisschen die... Man muss geduldig sein, aber nicht zu vorsichtig. Ja, genau, das ist es. Und es gibt oft so, da macht sie eine Combo und dann ist ein Fenster offen. Ja. Man hat so viel Schiss, dass man zu weit weg ist und nicht reinkommt. Wenn sie so mit ihrem Frostding so ganz schnell rankommt, danach kann man auch oft treffen, aber es ist echt... Und dann ist man oft so in, so in so einem Fluchtmodus. Ja, ja, das stimmt. Wenn du in der also ich nenne es Heilfalle, wenn du da drin bist, dann hast du echt... Fuck, ey. Aber schöner Try. Ey, mit zwei Flasks durch die ersten beiden Phasen, das macht dir so schnell keiner nach. Das ist fast ein schöner Trost. Irgendwann kommt der Tag, da haben wir eine Sache irgendwie, wo wir uns wirklich sicher fühlen mit. Bei ihr. Mhm. In der dritten Phase. Und dann reduzieren wir uns darauf. Und dann haben wir sie. Ja, aber dann kommt es halt nicht, ne? Ja, Aber man darf nicht man darf nicht in die Frust 1 rein. Auch nicht. Manchmal, wenn man sie angreift, während sie ausholt, manchmal hört sie dann auf, aber manchmal einfach nicht. Ja. So, deswegen, glaube ich, habe ich so viel Respekt davor, aggressiv zu spielen, weil ich schlicht nicht weiß, wann schützt mich mein aggressiver Spielstil und wann nicht. Das ist leider nicht ganz klar. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da ist das Spiel einfach nicht so gut. Ne? Das ist dann, da scheidet sich halt ein richtig gutes Spiel von Dark Souls 3 Friede. Weil bei einem richtig guten Spiel könnte man sich darauf verlassen, das macht's jetzt, das macht die Wertung kaputt. Ich hätte sonst gesagt, ja, locker eine 8 von 10. So? Aber Nils, wir beide wissen, dass das dein Boss ist. Deswegen genieße ich es jetzt, mich einfach zurückzulehnen und diese Meisterschaft einfach mal in Aktion zu erleben. Das ist so, wie wenn man heute ein Let's Play von Salvador Dali sehen könnte, wie der ein Bild malt. Und du weißt, ich muss hier gar nichts machen, ich lehne mich zurück. Und lass den Meister einfach mal machen. Und dann hast du das gesehen? Ja, schon ganz so. Hast du gesehen, wie der dritte Hieb in die Luft gegangen ist? Obwohl ich sie getroffen hatte? Das war ein Bug. Wir haben gerade einen Bug erklärt bekommen. Ja, manchmal ist sie auch echt schnell dann wieder weg. Oh, den dritten habe ich jetzt ignoriert, weil ich einfach jetzt, genau wie du, einfach mal aktiv sein wollte. Ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe das immer, wenn ich einen guten Versuch habe, brauche ich immer einen, der einfach mega scheiße ist. Ja, dann bist du zu arrogant für die erste Phase. Ja, genau. Wo ist sie denn jetzt? Da, die olle Hexe. Oh, die explodiert viel schneller als die in der... Ich glaube, wenn der Boss einfach nur die dritte Phase wäre, selbst wenn wir null Flasks hätten, hätten wir die schon lange geschafft. Null Flasks, immer nur dritte Phase von Anfang an. Ja, easy, kein Problem. Ja, Problem sind immer diese scheiß Phasen davor, die dich einfach zermürben. Ja, das ist diese Langatmigkeit und dann wieder gegen Anrennen und Anrennen, das ist so dieses... Das ist das, was einfach hart nervt. Jedes Mal wieder die Geduld aufzubringen, nochmal anzurennen und nochmal anzurennen. Oh, Überraschung! Ja. Okay,
dieser scheiß verzögerte Angriff. Oder so ein Vanille-Fondue. Ne, oh, wenn du einfach. Ja, Vanille ist auch gut. Wenn du es gar nicht auf Schokolade machst, sondern einfach so. Ja gut, das ist dann ist leider die Frage, was ist dann der Unterschied zu einfach zu einem Topf Vanillepudding, ne? Ja, also ja, wenn das so schön warme Vanillesoße ist, das ist schon, das kann schon was Feines sein, doch. Das kann schon was richtig Feines sein. You took a fine time to leave me. Skilly. Ah ja, jetzt kommt sie schon angebienert hier damit. Ist klar. Okay, hast du gesehen, obwohl sie anvisiert war? Obwohl sie anvisiert war? Ja, es ist albern. Es ist albern. Triple A Titel für Triple Albern. Ja. Wollen wir denn nicht ernsthaft drüber reden, ne? Dass das einfach verkorkst ist. Können wir uns bitte jetzt nochmal den Game 2 Beitrag zu Dark Souls 3 anschauen? Sehr gerne. Herzlich lachen. Lass uns ein Let's React machen. Ja, let's laugh it out. zu den naiven Game 2 Redakteuren, die damals gesagt haben, ja, hier, oh, überhaupt beste nicht Spiel albern, aller Zeiten. Noch nie so was Gutes gespielt. Ja, und wir so aus der Zukunft. Wie kann man nur so dumm, unbegabt sein, in Dark Souls Reviews schreiben? Hast du jetzt Bock auf Glut? Zu früh. Meinst du jetzt schon? Nee, da haben wir denn 8? Nee, oder? Ey, wie peinlich es wird, wenn wir keine Glüter mehr haben. Ja, und dann wirklich irgendwie nach so ein paar Krähen farmen müssen, um irgendwie unsere letzten Seelchen dann einfach. Aber wir haben bestimmt noch Shakes. Also, ich probier mal was. Ich hab die Shakes vergessen. Probier nochmal den Jump jetzt. Welche Entfernung ungefähr diese? Ja! Man muss anscheinend ein gutes Stück hinter sie kommen, aber dann geht's. Man kann auch, glaube ich, direkt hinter sie kommen. Aber du hast es geschafft. Ja, nein. Es geht. Man darf nur nicht zu seitlich von ihr dann auf einmal sich. Scheiße, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Saubär. Saubär! Da zum Beispiel, ne? Da muss man sich auch trauen, einfach mal einzugeben hier. Ja, wenn sie nicht dann ganz schnell weghopst. Jetzt. Sehr gut. Stark rein! Ah, super. So gut. Da hätte ich ihr geben müssen. Das war genau wieder die Situation, als ich zu feige war. Oh Gott, so gut. Och, bist du gut. Oh, da hätte ich die gut essen können. Da hätte ich auch nach vorne springen, hab ich nicht getraut. Ja. Ich bin nicht hinter sie gekommen. Kann man nicht ausweichen. Das ich bin ist zu spät. So ich bin zu spät. Ist es nicht einfach klüger, bei dem Schattensprung einfach Abstand zu halten? Ja, das kann klappen. Weil das nimmt dir sofort die Hälfte weg. Und ich sehe. Also, du hast es einmal geschafft, auszuweichen, weil du wirklich fast unter ihr standest, ja, als sie kam und dann ganz weit vorgerollt bist. So, glaube ich, kann es gehen. Aber anders sehe ich da wirklich kein Land. Kein Länder. Ist zu gefährlich, vor allem, wenn man es verkackt hat, man so viel verloren. Aber ich weiß, ich hatte ihr jetzt eine Hälfte abgezogen, im Prinzip einfach nur, weil ich bei einigen Attacken eine gute Reichweite hatte und den Mut hatte, reinzugehen. Ja, Punkt. Du hattest einen super Rhythmus. Du hattest einen so guten. Dann habe ich es verkackt, weil ich quasi gedacht habe, jetzt probiere ich mal was Wildes. Hätte ich nicht machen müssen. Ich war gut drin. So schön, Nils. Ich habe das wirklich genossen. Also das war wirklich. Das hat wirklich einen Augenschmaus. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Aber wenn jemand so richtig gut Dark Souls spielen kann und man einfach nur zuschaut, das ist auch was Feines. Also das ist auch.
Ja, das ist wie E-Sport gucken. Ich finde übrigens das Wort Augenschmaus ist ein sehr unterbewertetes Wort. Es ist ein tolles Wort, Augenschmaus. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ein Schmaus für die Augen. Ja, wann kann man dich stoppen und wann nicht, gute Frau? Das ist die gute Frage. Ja, ein noch, ja. Ich glaube, ich mach mal wieder, wenn es dich nicht stört, kann ich mal das Telefon haben? Ein bisschen, ist schon wieder arg ekelhaft warm. Ist ja auch nicht so, dass hier irgendwelche Elektrogeräte in diesem 5 Quadratmeter Kämmerchen eingeschaltet werden. Aber herrlich, eine Brise. Ja, es ist mir zu riskant. Nee, komm, nicht so. Hallo. Ey, muss eigentlich eine Klimaanlage immer ein Rohr nach draußen haben? Nee, oder? Oh, yes, nice. Oh. Manchmal kann man nicht mal 2 Schläge machen, bevor der wieder zum Topf greift. Ja. Übrigens, vielen Dank für deine netten Nachrichten, die du mir im Urlaub geschickt hast. Gerne. Das hat mich echt aufgebaut. Ja, das war mir wichtig, dass du dich wohlfühlst. Ich weiß ja, dass du oft in den Dolomiten einfach, wenn nicht geografisch, so doch mental verloren gehst. Und da wäre ich dir gerne ein Sherpa, ein Mentor einfach. Und du hast mein emotionales Gepäck getragen. Und dadurch war es einfach viel leichter. Oh, Stampf. Was ist es eigentlich mit Menschen und ihrem Drang, Berge zu besteigen? Ist das nicht einfach total plump? Der Berg ruft, ne? Ja, aber ist das nicht so, oh ja, ein Hindernis habe ich überwunden mit nichts weiter als meinem Körper, habe ich diesen Berg bezwungen, ich bin stärker als dieser Berg. Oh, und aber 20 Jahre, 30 Jahre später bin ich tot und der Berg steht immer noch da. Also wer hat jetzt gewonnen? Ich verstehe die Kritik, muss ich mir gefallen lassen. Aber es ist natürlich auch so, dass man sich auch zu Recht fragt, was ist dahinter? Ja, und hinter dem Berg. Weil du hast dir, der Berg ist ja erstmal eigentlich, ja, also eine Beleidigung deines Sichtfeldes. Ja. Weil du sagst, du kannst jetzt gerade nicht alles sehen. Ja. Und deswegen sagst du erstmal, was ist dahinter? Aber es gibt ja Leute, die wissen, was hinter einem Berg ist. Ja, aber wollen trotzdem unbedingt oben rauf. So, ne? Ja, weil vielleicht einfach jemand drumherum gegangen ist. Wissen ist das eine, aber sehen ist das andere. Es gibt in der Geschichte einen einzigen Mensch, der mit Recht einen Berg bestiegen hat, und das war Hannibal. Sonst fällt mir niemand ein, wo man sagt, ja, das hat Sinn gemacht, dass du diesen Berg erklommen hast. Wenn ich Elefanten hätte, gönne ich auf den Berg. Also so schwer ist es auch nicht. Ja, das ist natürlich. Stell dir mal vor, du bist einfach so ein Ziegenbauer irgendwo auf dem Berg und plötzlich so. Ja, bitte. Und vor dir stehen einfach so 40 Elefanten, die du in deinem Leben noch nie gesehen hast. Ich sag, what the fuck, was ist denn hier los? Ja, das muss schon ziemlich beeindruckend gewesen sein. Wo ist sie denn? Ah, da hinten. Was ich immer faszinierend finde, ist bei dem Gedanken, dass Hannibal über die Ampeln bei Rot, nein, dass er über die Eingang ist, dass die Elefanten ja so unfassbar viel fressen am Tag. Ja, ja. Das heißt, du musst für jeden Elefanten einfach so unfassbar viel mitschleppen. Dass sich das überhaupt rechnet. Die Logistik dahinter. Ich verstehe, okay, wenn du zum ersten Mal so einen Elefanten mit aufs Schlachtfeld bringst, dann haben die Leute erstmal Schiss. Und dann merken sie, okay, du kannst denen irgendwelche, wie heißen diese Speere noch? Pilum, genau. Du kannst ihm irgendwie Pilum gegen die Kniescheibe schmeißen, dann hat der Elefant auch nicht mehr so viel Lust. So, aber dass sich das logistisch gerechnet hat, ist schon erstaunlich.
Heutzutage sind die Berge ja gut ausgebaut. Da gibt es ja Autobahnen, Fahrradwege. Ja, nichts gesehen. Damals gab es ja nichts. Ne? Wir müssen einfach über die Wildnis. Ja, gab's halt nur Landstraße. Ne? Nur Spielstraße überall. Ja. Kommst ja kaum voran. So, auch die Elefanten 30, das ist ja für die wirklich Zone, so ein. Ja. So, wollen wir. Aber die Phase dauert, es tut mir leid, die Phase sehr, sehr lange gedauert, einfach weil ich die nicht auseinandergekriegt habe, leider. Du, das ist überhaupt nicht schlimm. Die waren leider immer, die heilt sich. Die heilt sich, ja, ja. Ich habe die leider nicht. Boah, eigentlich hattest du schon gewonnen, das war jetzt nicht in Ordnung. Die hängen leider immer zusammen. Darum. Ja, die sind gute Freunde. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind immer. Ja, und wenn du da in der. Kannst du nichts tun, wenn du in der. Oh, das kann nicht sein, dass du das. Ja, wenn du in der. Was soll ich denn machen? Es geht. Er hört halt leider nicht auf, anzugreifen. Und wer auch nicht aufhört, anzugreifen, unsere Werbeabteilung. Hey Valentin, ne? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Herzlich willkommen zurück zu Knallhart durchgenommen und hier haben wir auch unseren ersten Gast schon, Nils Bohmhoff. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ein wunderschöner, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie haben Ihre neueste Erfindung mitgebracht. Was haben Sie denn da? Das ist ein sogenanntes Wasserhaltungsgerät. Aha. Man kann dort Wasser halten. Wir alle kennen ja den Effekt, wenn man Wasser versucht in die Hand zu nehmen. Oh! Ja, wo, es geht überall hin, nur nicht da, wo man es haben. So, ja. Mit diesem Gerät hier kann man das Wasser quasi ein Kerker. Man kann es. Oh. Ja, man kann es. Wir alle wissen, das Wasser lässt sich nicht bezwingen. Doch, jetzt lässt es sich bezwingen. Mit dem Wasserbezwinger. Ich habe kurz den Namen geändert. Das ist, ich glaube, der ist noch ein bisschen catchier. Der Wasserbezwinger lässt den Mensch Herr werden über das Nass. Ich habe gehört, Herr Bohmhoff, Sie haben noch ein zweites Kunststück mitgebracht, neben der Fähigkeit, Wasser zu bezwingen. Und zwar wollten Sie heute einen Boss töten aus dem 2019 erschienenen Spiel Dark Souls 3. Ja, also das Spiel ist deutlich älter. Sie haben da nicht so gut recherchiert, aber jedenfalls, das ist sehr schwierig. Unter Dark Souls-Kennern ist das der schwierigste Boss, den es überhaupt gibt. Es ist vergleichbar mit der Besteigung des Mount Everest. Solo, ohne Sauerstoff. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal, Ihnen und Ihren Zusehenden gerne einmal vorführen. Da sind wir gespannt, was es damit jetzt, es sich auf sich hat. Ja. Viel Erfolg. Und ich weiß nicht, wie man unter Dark Souls-Spielern sagt. Toi, toi, toi. Toi? Ja. Viel Erfolg. Auf dass ich es nicht bereue. So, jetzt sehen wir hier eine junge Frau. Lassen Sie sich nicht von ihrem zarten Antlitz hinters Licht führen. Das ist eine bösartige Kriegerin. Sehen Sie, wie sie ausschaufelt gegen mich. Und die müssen wir jetzt erstmal aus dem Weg räumen. Da dürfen Sie mir gerne zugucken. Toll, wie Sie das machen. Also wie Sie da mit Ihren Fingern auf diese Plastik Knöpfe drücken, also das ist, ich finde das ganz faszinierend. Eine Steuerungseinheit ist das. Ja. Und das muss man sich dann vorstellen, dass dann das durch ein Kabel geht das dann in dieses Game hinein? Das oder ist im Ansatz richtig. Aha. Dann bin ich mal ganz kurz ruhig und wir schauen mal weiter diesem Spektakel zu, das sich da gerade abspielt. Wo findet das statt, das Spiel? Buxtehude. Wo spielt das? Buxtehude, aha. Mittlerweile so ein Meister in dieser Phase. Es ist unglaublich. Ist das jetzt ein No-Hit oder was? Ist jetzt ein No-Hit-Run oder wie? Könnte man auch einen Gag machen, oder? Naja, sowas, deine Musikkarriere, oder? Ja, ja, genau. Weißt du, wer auch einen No-Hit-Run gemacht hat? Nickelback oder sowas. Ja. Mir fällt, ja.
Man kennt in der Regel keine Bands, die keine Hits hatten, weil würde man sie nicht kennen. So ja, meine Schülerband von damals. Ja, das ist immer eine gute. Das ist ein guter Name für eine Schülerband. No Hit Run. Ja, sowas. Ja. Aber wie fängt man diese Combo an, wenn man dreimal einfach panisch auf den Knopf drückt, oder wie? Was meinst du jetzt? Weil ich ja immer in der Combo drin hänge, ohne aus dem Frostfeld rauslaufen zu können. Ach so. Ja, du musst halt, darfst halt nicht so oft die Schlagtaste drücken, oder was meinst du jetzt? Ja. Aber ab wie vielen Malen kommt er in diese Combo-Modus? Dass er auch weiterschlägt, ohne dass man weiter drückt. Ah, da wollte ich sagen, okay. Oh, da liegst du genau auf der Kante! Naja, da kommst du halt rein, wenn du hektisch. Naja, wenn du zu viel Schläge in Auftrag gibst. Okay. Das ist einfach so, wenn du halt. Schlechtes Timing. Oh, super Position. Sie ist ganz weit weg von ihm gerade. Uiuiuiui. Nielsen! Nein, ich hab nicht aufgepasst! Ey, ich war so gierig! Ich war so cocky, ey! Ich hab nicht aufgepasst! Wo kam das denn plötzlich her? Weil, das ist wie wenn jemand, der die dritte Klasse bestanden hat, sagt: Komm, lass uns Abi machen, oder? Fuck it, nee, komm, dann machen wir jetzt Abi. Einfach direkt. Ich bin um ihn rum und ich war so weit weg von ihr, dass ich dachte: Okay, an der Ecke, wo ich stand, da war ich ja eigentlich safe. Von dem zweiten Eisschlag. Da hab ich gedacht, okay, geil, ich tänzel jetzt noch ein bisschen um ihn rum. Ich werde jetzt cocky. Ach, scheiß. Aber sie ist von der positiven Seite. So gierig wirst du nie wieder werden. Nee. Im ganzen Leben. Wollen wir so ein Quiz machen, dass wir für unsere Zuschauenden immer so einen Ausschnitt machen aus diesem Kampf und die müssen erraten, welche Folge das ist. Ja. Ja, oder genau, so der wievielte Try. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Tries wir schon haben, bestimmt schon 100. Und dann zeigt man Ausschnitt und man muss raten, ist es Try 4 oder ist es Try 89? Man kann das auch auf alle Tode. Das ist das Todesquiz. Was hältst du von Todesquiz? Mein Gott, wie soll man dem Bullshit denn ausweichen? Es ist einfach noch nie gelungen. Wir machen das Todesquiz. Wir haben jetzt ja fast 700 Tode. Wir spielen immer einen Tod ein und die Zuschauer müssen mit Ausrufezeichen und dann einer Zahl im Chat abstimmen, quasi der wievielte Tod es war. Und wer richtig errät, bekommt Punkte. Und wer am Ende am meisten Punkte hat, ist der Dark Souls-Sieger. Was hältst du davon? Mann, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Nee, war das ist links? Falsche Seite. Das ist eigentlich ganz einfach. Du siehst ja immer, wo sie hinläuft. Du musst dir einfach hinterher dann. Okay, das wird nichts. Du bist jetzt nicht im. Du bist nicht im Fokus, Mann. Du bist nicht im Skill-Orm. Du hast kein Orm. Ja. Ja, manchmal schlägt es ja nicht. Kein Orm. Ja. Ja! Gib's der Frieda! Und warum hat jetzt der Schlag ihre Animation nicht abgebrochen? Ganz genau, das frage ich mich nämlich warum? Auch. Gibt es da eine spielmechanische Logik dahinter? Ja, ich glaube, Ist es einfach nur wirklich random? Nein, ich glaube, die Logik ist, wenn du ihr mehr als zwei Schläge gibst, also wenn du sie dann jedes Mal stunnen würdest mit dem Schlag, würde sie nicht mehr aus einem Stunlock rauskommen. Dann könntest du 10-mal sie aufschlagen, bis deine Leiste aufgebraucht ist. Und die wollen es schwieriger machen, deswegen ist der dritte wird einfach, da ignoriert sie das einfach. Das ist ein ganz, ganz billiges Game Design. Ganz billig. Deswegen von mir auch nochmal ein Punktabzug. 6 von 10. 7 von 10 wegen der anderen Nummer. Jetzt eine 6 von 10. So. 1. Vorsicht. Ich hab's direkt vergessen. Lass meinen Vater in Ruhe. Das ist ja nicht mal ihr Vater, das ist ja der Priester. Das ist die Nonne. 1, 2. Ah, die sind wieder zu nah. Ich ziehe sie direkt zu ihm. Oh.
Mann, wie immer irgendein Scheiß ist, wenn man in dem Frosting steht, ey. Entweder ist man in irgendeiner dummen Combo gefangen oder man ist gestunt oder irgendeinem Quatsch. Ah, ja, das ist dieser alte Frust, ich erinnere mich noch. Dieser Frust, der mich verbindet mit diesem Raum. Väterchen Frust. Man muss bei solchen Spielen wirklich einen Raum nehmen, auf den man verzichten kann. Dass man in Zukunft ja, sagt, okay, da gehe ich jetzt so wie wenn du dein Wecker-Lied muss eins sein, ja, das du auch verbrennen kannst. Ja, das darf nicht dein Lieblingslied sein. Ja. Ja, ja. Hüpf. Friede. Ich habe so viele schöne Dinge in diesem Raum erlebt. Wirklich. Ich habe hier Mini-Metro gespielt. Mm. Ich war hier zu Age of Empires, der große Marco-Prank, wo Neely hier war, saß ich hier mit Mara und Neely und wir haben gekichert zu dem großen Prank. Herrliche Erinnerungen, die mich die letzten Jahre Rocket Beans TV begleitet haben, werden alle vernichtet, alle weggekratzt, alle zerstört, nur von dieser riesigen Eissense. Ja, yeah, I know what you mean, man. Es wird gerade gesagt, wir sind bei Friede 106 Mal gestorben. 106! Das ist doch Quatsch. Das haben sie irgendwer ausgedacht. Wow, das ist schon nicht schlecht. Das ist damit, glaube ich, der Boss, bei dem wir am häufigsten gestorben sind. Ja. Mal hast du das jetzt schon gemacht, Nils. Wo ist sie denn? Ich hatte sie doch gesehen gerade mit den albernen Strumpfmasken. Das war jetzt gerade wirklich ein bisschen quatschig. So. Ja, jetzt macht das schon so aus Frust einfach kaputt. Ist das derselbe Raum wie in Phase 2? Nee, der ist ja viel größer. Teleportieren wir uns dann woanders hin? Oder macht sie diese Wände kaputt? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber hätten wir uns diesen Cinematic einmal angucken müssen, damit wir verstehen, was los ist. Wieso habe ich da jetzt noch einen gekriegt? Da fällt's. Ja, wir haben das wirklich einmal geguckt, ne? Ja. 107 Mal gestorben, 106 Mal geskippt. Wir wissen auch nicht, was hier passiert. Doch, guck mal, das ist da, wo der Blutfleck ist, oder? Jetzt macht er auf und... Ah ja, und der ist immer gleich. Und der haut dann diese Spanplattenwände um, oder was? Ich weiß nicht mehr, was er jetzt macht. Jetzt ist er erstmal, jetzt wacht er auf. So, komm, achte mal drauf, ob Stuhlbeine schon kaputt sind. Er ist echt ganz schön moosig. Es tut einem ja richtig leid eigentlich, ne? Wir sind diejenigen, muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wir sind diejenigen. Guck mal, jetzt gehen die kaputt. Oder? Jetzt sind sie noch heil. Jetzt sind die Stuhlbeine noch heil. Ja. Irgendwann müssen sie jetzt kaputt gehen. Ah ja, genau, jetzt kommen die Wände drunter. Ja, okay. Hm. Ich würde gerne wissen, warum er so angebunden ist. Ah ja, okay, die Flamme weckt ihre Lebensgeister. Ich überlege halt, ob man dieses ganze Spiel nicht auch in einem Universum hätte machen können, das man schon kennt. So die Schlümpfe oder so, wo man schon Hintergrundwissen hat, wo man das dann viel besser einordnen kann oder so. Ja, das wäre sinnvoll gewesen. Vielleicht haben sie es versucht und der Erfinder der Schlümpfe, Groschnicki, hat gesagt, no. Gra. Da kommt das Eis. Das macht die arme Friede heiß. Hat auch Friede gemacht. Ich misch dich doch mal eben einmal. Kannst einmal dein Ego nach hinten stellen irgendwie. Und einmal. Es geht ja gerade nicht um dich, ne? Es geht um die Beziehung zwischen dem Alten da und mir. So. Oh, weißt du, was ich glaube, dass die Lektion von dem Kampf ist? Ja. Die beiden
sind wir beide. Oh, ja. Und genau wie die beide eine Beziehung zueinander haben, haben wir es auch. Und wir müssen erst sozusagen weiter sein als die. Ja, damit wir sie schlagen. Um den Kampf zu gewinnen. Dass wir es besser machen als die beiden. Mal, du wieselst da immer noch raus wie so ein kleiner Pinguin, der sich da auf den Bauch legt und da aus der Eisscholle rausflitzt. Ah, das ist so gut, wenn man sie sieht, wie sie teleportiert. Oh, das mit dem Feuer war jetzt ungerecht und gemein. Ja. Das fand ich jetzt okay, nicht okay. Nee, ist schon halb ruhig. Das ist ein super Ding. Super Nummer. Jetzt habe ich nackte Füße, kalt. Das ist eine super Nummer, doch. Ah, oh, falsch. Ah, oh, falsch abgebogen. Mal kurz abbacken. Alles Paletti. Alles Paletti mit meiner Spaghetti. Die Nudeln sind so schön. Ich hau dich mit dem Schwert. Wo ist die? Und beschmeißt mich mit Frost. Das habe ich nicht gewollt. Wenn man eine gekochte Spaghetti einfach lange liegen lässt, trocknet die dann wieder so ein, wie sie war, bevor sie gekocht wurde? Das ist die nicht okay. Warte, lass mich kurz. Oder hat die sich verändert? Weil es gibt ja manche Sachen, die sind reversibel. Ja. Zum Beispiel Wasser kannst du immer wieder in Eis gefrieren, hin und her, das ist egal. Aber wenn zum Beispiel Vanilleeis schon mal flüssig war und du stellst es wieder in Eisfach, dann ist es so kristallig krustig. Das ist nicht reversibel. Ja, wie ist es mit Spaghetti? Spaghettis werden einfach nur schimmelig. Bevor ihr ursprünglicher Aggregatzustand erreicht wird, ist sie verschimmelt. Die haben das schon mehrfach versucht, das künstlich unter Laborbedingungen. Aber es ist stark. Friede, hast du das gesehen? Wir wollen endlich nach Hause gehen. Keiner hat mehr Lust auf dich. Auch ich nicht. 7 Fläschchen. Das ist richtig. Das sind ja nur die 7 Fläschchen. 7, 7, 7, 7. Eiskalt. Sonk. Stark. Guter Anfang, guter Start. Direkt mal ein Zeichen gesetzt. Okay, warte. Nein. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen. So. Scheiße, wohin hier? Ja. Nein, das ist, sie kann ja schneller hauen, als ich sie rollen kann. Oh, unglaubliche Geschwindigkeit. Nein, dumm. Also überlebst du. Ja, aber das ist trotzdem einfach die völligste, unnötigste Verschwendung, die in der Geschichte der Verschwendungen. Ich bin doch weg, ey. Diesen. Scheiße. Ich habe fast wieder versucht, aus Trotz. Wo bist du? Da hinten ist sie. Nein, weil ich mich... Oh, wieder, der, weißt du, was ich... Was der, nee, ich...
Ich wollte sie anwählen und dann quasi. Meine Güte, ey. Ach, die ist aber auch so scheiße schnell. Die ist ganz hinten, aber einmal ist sie ganz vorne. Ja, das ist so mit den physikalischen Masse-Trägheitsgesetzen einfach wirklich nicht mehr vereinbar. Und da wird's dann für mich auch peinlich, ehrlich gesagt. Wenn man nicht mal 8-Klass-Physik irgendwie vernünftig umsetzen kann, das ist dann, da bin ich dann auch raus einfach, muss ich sagen. Stark! Rein da! Ich hatte doch, der Schlag hat nicht gesessen, ey. Nein. Tot. Ah, ey, aber jeder Try führt uns ein näher an den Sieg ran. Ja, du hast recht. Das ist das Gute zu wissen. Wir gehen zwar mit Tiny Steps, aber immer nach vorne, nie nach hinten. Bislang war jeder Versuch besser als der vorherige. Das muss man auch mal so sehen. Mhm. Ja, doch, es ist einfach eine der. Hat das ein das ein Namen eigentlich? Mhm. Leute, die sehr, sehr durstig sind und die Fähigkeit zu trinken fast schon aus dem Muskelgedächtnis verloren haben, die eher den ersten Schluck Wasser erhalten. Ich meine, dieses. Hat das ein Geräusch? Ja, also wenn du das im Drehbuch schreibst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß. Es hat Aufstöhnen, Wasserstöhnen. Wasserstöhnen? Finde ich schön. Durststöhnen. Durststöhnen, ne? Erinnerst du dich daran, vielleicht warst du auch zu jung. Ich glaube, es war Lipton oder sowas, die Firma. Die haben mal sowas gemacht, weil es kein Wort für durstig gibt. Für nicht mehr durstig. Ja. Haben die Kampagne gemacht. Mhm. Ja, und dann haben die das war ein Wettbewerb, da konnte man was einsenden. Und irgendwer hat das Wort Sitt genommen, wie satt, nur Sitt, und der hat gewonnen. Und dann haben die halt versucht, das zu etablieren im Sprachgebrauch. Oh, ich bin so Sitt. Danke, willst du noch was trinken? Nee, danke, ich bin Sitt. Aber das hat, glaube ich, nicht geklappt. Nee. Aber immerhin ist es mir hängen geblieben. Ja, ich glaube, das Wort kennt jeder, aber benutzt niemand. Nee. Das habe ich schon oft gehört. So artifiziell versucht es irgendwie in den Sprachgebrauch reinzuprügeln. Stark, einfach gut stark. Gut und stark, beides, das ist echt krass. Oh, jetzt hattet sie kurz ihren Vater. Ja, der denkt, oh, ich schlapp einfach. Das kenne ich von ihr, die ist ein bisschen wild. Ja, guck mal, das ist dein Signature-Move. Aber das ist ein anderer, das ist nicht der ganz schnelle. Ja, aber es ist trotzdem dein Signature-Move. Mit einer Rolle zwei Schläge. Jetzt ganz nach rechts, um ihn möglichst weit nach rechts zu locken. Das finde ich gut. Zwei Schläge und weg. Zwei Schläge und weg. Zwei Schläge und weg. Ich spüre den Wahnsinn. Er hat mich bereits in seiner Umklammerung. Dieser Wahnsinn, ne? Das ist so, wie jede andere Droge auch so. Selbst wenn man es ja mal ein paar Monate nicht nimmt, man ist ja nicht wirklich los davon. Ja. Ne? Man muss nur einmal wieder dran nippen und der Körper erinnert sich an diesen Suchtzustand und an den Wahnsinn. Und so ist es hier auch. Es ist nicht so wieder, dass die Toleranz bei Null beginnt oder so. Nein. Es geht recht schnell. Wo ist sie? La 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 la
Nee, das war gemein. Und auch gemein. Vorsicht! Hinter dir! Gute Leistung. Wir kommen aber eigentlich jetzt verlässlich jedes Mal in Phase 3, ne? Das muss man auch mal festhalten. Ja! 8 Flakonse! 8 Flakonse! Und plus volles Leben, Mann! Und noch einen. Ja, ich weiß nicht genau, wann ich jetzt Bluti nehmen soll. Nee, jetzt doch nicht. Jetzt verlängert sich das noch. Ich werde bei dem Schattensprung einfach weglaufen. Ja, das finde ich okay. Wirklich, du kannst mich dafür beleidigen und nicht. Wirklich in die Rippen schlagen auch von das, der Seite. Auch das, wie du ja, das würde ich vielleicht machen, wenn es dich nicht stört. Das ist mir wirklich egal. Und wenn du kannst mich da wirklich als Feigling die nächsten Jahre gerne verunglimpfen. Wenn du gewinnst, mach ich das. Ich mach mal wieder ein bisschen die Klimaanlage aus, ne? Gib ihm. Stark. Florentin, das ist einfach stark. Überlebe. Nein! Nein! Nein, come on, ey! Mann, ey, das war echt nicht schlecht. Und dann kommt die gerade mit ihrem Kopfabknipser da. Oh, fuck, ey! Ich könnte das gerade noch so ertragen, wenn du nicht so fürchterlich feige gespielt hättest. Oh, Mann, ey, das war echt richtig gut. Das war richtig gut. Du hast sie richtig gegeben und dann einmal hier aufgemerkt und dann kam der Halsabschneider. Gott, das ist so. Oh Mann, ey. Selbst wenn du bis dahin jetzt richtig gemacht hast. 8 Flasks. Du bist noch auf Glut, ne? Vorsicht. Was bist du auf Blut? Auf Blut? Achso. Das ist ein sehr berechtigter Hinweis. Oh. Ich bin jetzt einfach auch. Ich bin wieder in einer dieser Situationen, wo ich. Wo mir nicht mehr danach ist. Wo ist sie denn? Ja, hallo? Wieso hat sie sich denn da aus meinem Sichtfeld gestohlen? Okay, das ist jetzt wieder eine dieser Phasen, ne? Im Grunde sind die Flasken am Ende egal. So. Du stirbst doch eh mit 5 oder so. 4 ist doch egal. Nee, guck mal, da habe ich jetzt Hauptsache, du kommst nichts gemacht gerade mit Absicht. Ja, das stimmt. Ich fand das gerade richtig scheiße einfach wieder. Und es ist leider halt auch einfach immer ein bisschen Glück. Ne? Das hören jetzt natürlich die Hardcore-Dark Souls-Spiele nicht so gerne. Aber es kann natürlich vorkommen, dass du manchmal die brutale Attacke gar nicht kriegst, manchmal ganz oft. Das heißt, jedes Mal dritte Phase ist nochmal neu die Würfel werfen. Wir haben nicht aufgepasst, wo ist sie? Und vielleicht kann man es auch schaffen. Wie viel Wind du erzeugst mit deinem Schwert, ja, oder? Wahnsinn, ne? Es ist ein Luftwiderstand. Vielleicht sollten wir es mal schärfen. Nein, ich war dran. Meine alte Hexe, ey. Da gibt's noch einen, der immer Statistik führt, ne? In den Kommentaren bei YouTube. Mich würde interessieren, ob der auch die Phasen mitgezählt hat. Wie oft wir in welcher Phase gestorben sind. Oh, das wäre schön. Das würde mich auch interessieren. Oh, jetzt bringst du mir auf Gedanken. In welcher Phase sind wir am häufigsten gestorben? Wahrscheinlich 2, oder? Weiß ich gar nicht. Oder 1 vielleicht sogar noch. Wir müssen die erste ja immer machen. Das ist ein guter Punkt. Und wir waren ja auch immer. Die haben wir am häufigsten gespielt. Ja. Dementsprechend. Ja. Komm zu mir, Friede. Kann sein. Komm zu mir mit deinem Schwert.
Mein Herz brennt vor Liebe und das war schon wieder sehr knapp. Du glaubst, du kannst mich kriegen, doch das wendet das Blatt. Wenn ich eins über Nils gelernt habe, dann, wenn er singt, dann ist es ernst. Dann ist es wirklich ernst. Wenn er singt, dann ist es ernst mit ihm. Dann will er es wissen. Hörst du ihn? Stapf, stapf, hinter mir her. Der Topf aus Gold ist sehr schwer. Doch schwerer noch als meine Liebe. Das glaub ich nicht. Jetzt will er hier wieder. Die Glut ergießt sich. Ich kann auch mal auf dich hauen. Das war einfach völlig unnötig gegen sie gerannt gerade. Einfach aus purer Ungeduld. So. Und wieder bin ich ungeduldig. Knapp damit von davon gekommen. Stark. Starkes Ding. Yep. Oh, was? Oh, da, obwohl er sich verzögert hatte. Ich bin trotzdem nicht gut gerade. Grandioso. Nils, ist es denn rechtlich möglich, deinen Nachnamen in Grandioso umzuändern? Ich hoffe doch, sie heilt sich, oder? Nee. Ey Nils, wenn du den Boss schaffst, spendiere ich dir eine Namensänderung. Ernsthaft? Ja. In Grandioso. Und du kannst dir selber entscheiden, ob du den Vor- oder den Nachnamen ändern möchtest. Gilt das nur für jetzt oder? Nee, das ist standesamtlich, ordentlich beurkundet und. Nee, aber jetzt nur, wenn ich es jetzt schaffe oder. Ja. Oh, nur für den Try jetzt. Schade, ey, weil das hätte ich echt. Jetzt häng dich rein. Scheiße, ich hab noch vier Phasen, ich will aber Grandioso heißen. Lass, ist dir doch egal. Das letzte Hemd hat keine Flasks. Ob du jetzt mit 3 oder 5 Flasks stirbst, ist doch egal. Soll ich mal was sagen? Dieser eine Schlag, der gerade nicht getroffen hat, ne? Der hat gerade den Ausschlag gegeben. Oh, jetzt Glut vielleicht? Ich will's nur sagen. Soll ich mal? Meinst du jetzt schon, ja? Na gut. Wie viel haben wir noch? 6. Ja, Nils. Scheiß drauf. Daran darf es jetzt nicht liegen. Da wäre ich sehr bereit, hier mal schön an dem Dienstagnachmittag reinzukommen und ein paar Gluts zu farmen. Okay, nicht gut. Und sieh dann eigentlich nochmal, da ist die Holde. So, und jetzt? Ich mach das jetzt nicht. Das letzte Mal, Leute. Ich vermisse den Kampf schon fast ein bisschen. Er war so eine Konstante in meinem Leben und jetzt werde ich ihn nie wiedersehen wahrscheinlich. Schauen Sie mal an, wie Nils das macht. Nein, Schiebung. Wenig Schaden, schon okay. Nein, ey, hast du den Schlag ins Leere gesehen gerade? Ach, das ist einfach unrealistisch. Ja, natürlich kommt der nächste Sprung direkt. Scheiße, ey. So scheiße schnell. Nein! Mann, die dumm!
Ich komm, ein wenig noch machen. So viel. Ein wenig noch machen. So viel. Ich habe echt das Gefühl, bei dir sind die Flasks echt relevanter. Weil du kämpfst bis zur nullten Flask runter. Bei mir ist immer so, ich sterbe im ganzen Kasten noch auf dem Rücken. Ja. Ja, das stimmt da vielleicht. Du bist, ja, das stimmt. Aber das spricht ja für dich. Ich bin impulsiver. Du bist wirklich so intravenös. Du hast immer schön immer in einer Hand nebenbei. Aber ich bin noch häufiger in der Heilfalle deswegen. Muss man auch mal sagen. Du hattest ja die Idee eines 24-Stunden-Live-Events. Play till the end. Wir spielen so lange, bis wir sie haben. Wollen wir das wirklich machen, Nils? Dir ist schon klar, dass es wirklich heißen kann, dass wir 18 Stunden am Stück oder sowas. Das Schlimme ist ja, dass man natürlich, je länger diese 40 Stunden gehen, desto schlechter wird man. Das heißt, wenn man es in den ersten 4 Stunden nicht schafft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es gar nicht schafft, relativ hoch. Man müsste sich dann abwechseln, dass einer auch mal 4 Stunden schläft oder so. Damit das ja, dann geht's einem richtig gut, dann geht's einem besser. Überhaupt realistisch. Nach 4 Stunden Schlaf. Oh, so, jetzt bin ich wieder dran. Und wenn dann schaffst du das wahrscheinlich und lässt mich einfach trotzdem 4 Stunden schlafen, irgendwo unbequem auf einer Pritsche. Nee, da schläft niemand. Stell dir vor, wie langweilig das wird, wenn du eines Tages aufgeweckt wirst. Eines Tages. Und es dann heißt, du übrigens, ich hab's geschafft. Oh, okay. Ja, okay. Nee, aber das muss auch richtig schön dann so mit was Leckerem zu essen und was Leckerem zu trinken und. Und dann kriegst du auch so deine komischen Sticks, die du so gerne magst. Welche Sticks? Die diese halb eingeschnitten sind. Ich will den Namen nicht sagen, es wäre ja Schleichwerbung. Ach so. Aber sie heißen so ähnlich wie mit Sticks. Die heißen aber nicht Sticks. Wie denn, Slicks oder was? Oder das andere Wort. So, komm, lass mich den Boss jetzt hier fertig machen. Mach den Boss jetzt fertig, mein Schatz. Denn sonst gibt es auf den Latz. Du schaffst es jetzt. Renate, Renate, kommen die Keminate. Ich sag nur noch dummes Zeug. Ich rede dummes Zeug. Mein Mund plappert einfach Sachen. Ohne Sinn und Verstand. Jetzt hier rüber, um ihn wegzuziehen. Das ist gut. Zieh ihn mal weg. Ey, ich habe ein dummes Gefühl, dass du es jetzt schaffst. Wenn du es jetzt schaffst, zahle ich dir eine Namensänderung. Ein Florentin-Skill. Weiß nicht, wie ich das meiner Familie erklären würde. Du, das kann ich dir nicht bezahlen. Mann, ich krieg die immer nicht auseinandergezogen, die beiden, ey. Du hast es immer so leicht. Bei dir macht sich diese Phase wie von allein irgendwie so. Bei mir, ich muss da immer so hart arbeiten. Ja, das ist kein Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei dir so Easy-Mode ist immer die ganze Zeit. Ich mache halt viel über Talent und du halt viel über harte Arbeit. Mein Gott, robb doch nicht da weg, ey, Robby, das ist doch nicht dein Ernst. Robby, Roboter, woher hast du den Schotter? Verkaufst du deine Schrauben? Hey, 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 Leute, 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 Leute. Das ist der Mann mit dem goldenen Riesentopf. Er hat lange Haare, doch er trägt keinen Zopf. Gut. Nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 alles gut, alles gut. Nimm die Asche. Glut. Nimm die Glut. Die tut dir gut. Die füllt den Lebensbalken auf. Du nimmst die Glut. So, come on, jetzt Atlas! Fuck it! Jetzt hast du sie um 8 Sekunden. Voller Balken. Ja, Mann! Ich freue mich schon. Der Geschmack des Sieges liegt mir bereits im Zungenendbereich, wo das Nerven für Siege angebracht sind. Süß, Sommer. Salzig, süß, sauer und Sieg. Salzig, süß, sauer, Sieg. Die 4 Geschmackssorten.
fuck, was hat das denn, ey? Ich bin durch. Ich hab ein gutes Gefühl jetzt gerade, ernsthaft. Ich sehe sie nicht, leider. Ist egal, bleib einfach ruhig, du machst dein Ding. Ich hab so richtig krasse Vibe. Mann, man kann dem nicht ausweichen. Schleier, das selbst wenn man das Gefühl hat, man macht alles genau richtig, ey. Fuck you. Mann, ich hab doch genau im richtigen Moment weggerollt. Es ist so zum Kotzen. Es ist... Oh, fuck, ey. Und damit steht es fest, meine Damen und Herren. Es gibt eine weitere Folge, aber nicht jetzt. Die wird da heißen, Florian und Nils. Friede... Nils, oh, Friede. Mann, du hast dich erfolgreich dagegen gewehrt. Das kann doch nicht sein. Ich war auf Glut, ich hatte volle Energie. Trotzdem haut das Ding so viel Schaden rein. In der nächsten Woche bei Nils will Friede. Schaffen sie es diesmal? Ja oder nein? Nein, tun sie nicht. Ciao. Macht's gut, lass mich in Ruhe.